Zurück zu Minecraft Tutorial. So, heute baue ich mal einen Bagger mit euch und dann fangen wir direkt schon mal mit an hier. Ich habe schon mal den Kohleblock hier am Start. 6 Kohleblöcke brauchen wir erstmal hier unten für den Kettenantrieb. Dann machen wir noch 4 Kohleblöcke oben drauf. Und dasselbe machen wir nochmal mit 3 Blöcken Abstand in der Mitte. So, erstmal die Ketten, wie gewohnt hier. Sonst sind meine Fahrzeuge ja immer 3 breit, diesmal sind sie 5 breit. Dann nehmt ihr einfach den Schalter und dann machen wir hier überall mal auf jeden Block so einen Schalter an der Seite dran. Das gleiche zweimal hier. So, die sind natürlich identisch, der Kettenantrieb hier. Unser Bagger hat keine Reifen, der hat Ketten, wie ein Panzer. So, dann brauchen wir eine ganz normale Schiene. Die legen wir dann komplett mal hier rüber. So. Schön gebogen, das sieht besonders geil aus vom Weiten dann. So, hier auch natürlich. Muss hier alles gleich aussehen. So, dann nehmen wir eine Leiter und packen die jeweils hier unten dran, damit die Kette einfach so weitergeführt wird. Kann ja nicht mittendrin aufhören. So, dann habe ich einfach mal gelb gefärbten Lehm genommen. Ich fand, der passt am besten zu so einem Bagger. So. Dann machen wir erstmal das Führerhaus hier fertig. Dann zieht er einfach hier 2 Blöcke schon mal hoch. Und daneben natürlich auch. Hier lassen wir frei, hier kommt gleich die Türen. Hier ein Block hin, hier ein Block hin. Hier können wir auch schon mal zumachen. So, so, hier auch nochmal hin. Dann kommt hier ein Block hin. So, dann habe ich einfach hier schwarz gefärbtes Glas genommen. Finde ich momentan am besten. Besser als diese ganz normalen Gläser. Dann kommt hier auch ein Block hin. Dann brauchen wir fürs Dach diese Steinstufen. Ganz wichtig sind diese Steinstufen. So, die werden wir gleich sowieso noch ein paar Mal brauchen. Jetzt sieht man ungefähr schon, was vorne ist. Also hier ist schon mal vorne. Dann, oh, wir haben noch keine Tür. Die holen wir uns gleich. Machen wir mal die Hinterseite erstmal. So, dann lassen wir mal 2 Blöcke weit rausgucken. Dann kommt hier wieder diese Steinstufe raus. Dann brauchen wir noch einen Auspuff. So, nicht wie beim, also doch wie beim Auto, nur an anderer Stelle hier. So. Dann brauchen wir diese hölzerne Falltür. Da machen wir hinten erstmal so wie diese Belüftung vom Motorblock hier ungefähr. So, hier hinten ist die Energie drinne, die nach vorne dann rausgeht. So, da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Jetzt kommt erstmal der Arm. So, der Arm. Der Arm ist arm dranne. So, dann gehen wir jetzt hier. Das kann man natürlich stricken, wie man es möchte hier. Unsere Schaufel wird ungefähr so lang werden. Dann natürlich die Schienen wieder drauf. So, alles Schiene oder was? Oh, hier setzen wir mal die Leiter ab. Hier unten auch. Den hier unten, den müsst ihr gleich freilassen. Ihr seht gleich auch warum. So, wir brauchen mal eine Schaufel. Dafür nehmen wir hier diesen Eisenblock. Der bietet sich gerade an. So, der sieht so schön metallisch aus. Hier kommt einer hin. Also 3 Stück. Insgesamt 6, ne? Dann, weil wir die Leiter hier freigelassen haben, das liegt daran, weil wir jetzt diese Platte nochmal hier hinsetzen. Und dann kann man die Schaufel natürlich verschieden gestalten. Wir können natürlich jetzt so eine Schaufel machen. So sieht es schon ganz geil aus. Man kann natürlich jetzt hier noch diese Stufen, diese Treppen vorsetzen. Wo sind sie? Diese Steintreppen. Das kann ich euch auch mal demonstrieren. So. Muss ich mal ein bisschen mich hier zwischenfummeln. Oh, hier bleibe ich kurz hängen. Dann die andere Seite natürlich auch. So, man kann natürlich so eine große Schaufel machen. Man kann natürlich auch die mittleren hier rauslassen und einfach nur diese Stufen, diese Steinziegeltreppen hier vorne hin machen. Kann man natürlich auch machen. Ist alles kein Problem. Wir machen jetzt erstmal hier weiter mit den Türen. Wir nehmen natürlich hier eine Eisentür mit dazugehörigem Schalter, dass man auch gut reinkommt. Man möchte ja nicht immer einbrechen hier, wenn man hier ein bisschen rumfahren möchte. So, dann können wir auch schon mal reingehen eben. So, oh, ganz knapp geschafft. Dann brauchen wir einen Hebel. Da ist er. Ein Hebel zur Steuerung. Den packen wir einfach mal hier in die Mitte rein. Guck, da gehen auch die Türen direkt auf. Ist auch nicht schlecht hier, wenn man den Hebel betätigt. So. Aber natürlich, ich wollte das anders haben. Ich wollte hier einfach nur einen Schalter haben, dass die Tür aufgeht und nicht, dass beide Türen aufgehen. Deswegen haben wir hier hinten nochmal einfach so einen Reserveschalter drin. So, dann sind wir schon raus aus der Geschichte. Genau, die Schalter, die mache ich nochmal hier an den verschiedenen Stellen dran hier. So, hier und hier habe ich mir so gedacht. Ja, was habe ich denn noch? Habe ich noch was vergessen? Na klar, ich habe noch was vergessen. Hier vorne müssen auch nochmal die Falltüren dran. So, so, so. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Ich fahre mal kurz so ein bisschen rum, damit ihr euch das Ganze mal angucken könnt.
von allen Seiten. Ist recht simpel zu bauen. Muss man halt ein paar mehr Blöcke setzen als bei meinen normalen Tutorials. Aber so im Großen und Ganzen ist der eigentlich schon fertig. Man könnte natürlich noch, ja, so ein kleines Gimmick kann man ja auch noch dran machen. Oh, ah ne, hier passt gar nicht der Schalter dran. Oh, ich wollte hier den Schalter dran machen und dann hier den Rückspiegel. Aber wir können natürlich auch den Rückspiegel trotzdem dran machen ohne den Schalter. Sieht halt nur ein bisschen cooler aus, man schon mit dem Schalter. Was nehmen wir mal? Grau gefärbtes. So, kann man natürlich hier noch so Rückspiegel dran machen. So. Klingt logisch, ist auch ein wenig logisch. Ja, und so sieht dann der Bagger aus. Ja, mir gefällt er auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber bauen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Tutorial. Bis dahin, ciao.